Am 13. Mai findet das große Finale vom Eurovision Song Contest in Kiew statt. Wir treffen heute die deutsche Top-Kandidatin Levina. Jetzt gerade hier am Breitscheidplatz. Mhm. Was ist denn aber eigentlich so dein Lieblingsort in Berlin? Also es ist ganz lustig hier. Oben drüber ist die Monkey Bar. Das ist wirklich sogar einer meiner Lieblingsbars oder Restaurants und so. Bist du mehr in London, mehr in Berlin? Also ich meine, jetzt zur Zeit oder in den letzten 3 Monaten eigentlich nirgendwo so richtig häufig, weil ich so viel unterwegs war. Aber natürlich, da ich jetzt auch in London eigentlich studiere, schon mehr in London. Aber eben meine Eltern wohnen hier in Berlin und viele Freunde wohnen eben in Berlin. Somit bin ich dann immer eigentlich, wenn ich dann in Deutschland bin, hier. Jetzt bist du ja mittendrin in den ganzen ESC-Trubel, oder? Mhm. Ein Termin, ne, jagt den nächsten. Wie fing es denn alles an? Wie kam es, dass du dich beworben hast bei unser Song? Also es war eigentlich ganz lustig, weil es irgendwie relativ spontan eigentlich war. Meine beste Freundin aus Chemnitz, mit der ich zusammen aufgewachsen bin, und die hat mich dazu gebracht, weil sie schrieb mir irgendwie eine Nachricht und sagt, hier, ich habe gerade gehört, man kann sich online bei unser Song anmelden, mach doch mal so. Ja, und dann musste man halt eigentlich nur so einen Link zu einem Video hinschicken. Und da hatte ich halt schon irgendwie ein paar und habe gedacht, ja, okay, dann probiere ich das doch mal. Das klingt doch eigentlich super. Und dann, 2 Wochen später, kam irgendwie ein Anruf, dass ich in den Top 33 irgendwie bin. Das heißt, war das dann nochmal unter den 33 nochmal bei dem Casting nochmal vorsingen? Oder ist das wirklich alles über genau. Ein Video gelaufen? Nee, also in den Top 33, da wurden wir alle nach Köln eingeladen. Und das war dann so richtig, da hat man dann auch auf einmal so gemerkt, oh krass, ich bin ja hier jetzt gerade so bei einem echt professionellen Casting hier mit dabei. Und da war dann auch schon eigentlich der Saal gefüllt mit Leuten schon vom Team, also natürlich vom NDR und vom Label und von Brainpool, die das organisiert haben. Und es ging schon los mit, dass man irgendwie gefilmt wurde. Und ja, das war schon dann ein richtiges Vorsingen. Ja, und dann kam ja die Show, wo du ja dabei warst mit den anderen Kandidaten. Wie warst du da? Mit welcher Einstellung bist du da hingegangen? Also ich habe mich eigentlich total einfach drauf gefreut. Also als ich dann bei den Top 33 war, da wollte ich dann auch wirklich in die Top 5 kommen. Da habe ich mir gedacht, also eigentlich, ich will jetzt wirklich in die Show kommen, und habe mich einfach darauf gefreut, so bei so einer Fernsehshow dabei zu sein, weil es war auch das erste Mal so für mich, dass ich vor großem Fernsehpublikum irgendwie aufgetreten bin. Und ich habe mir aber eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe einfach gedacht, ich finde es jetzt mal interessant, da mitzumachen und mal zu gucken, wie das Publikum auf mich reagiert. Und hätte mir niemals gedacht, dass es so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Ja. Genau. Und dann war es ja relativ knapp am Ende zwischen den beiden Songs. Du warst dann, okay, du sollst unsere Kandidatin sein und jetzt Perfect Life oder Weltfeier. Hast du selber ein Favorite davon? Also tatsächlich ist es so, dass ich hatte nicht jetzt ein Favorite, weil die auch so, die sind ja ganz anders, die Songs. Das ist eine ja wirklich Ballade, das andere so ein bisschen mehr eben Upbeat. Und ich habe nur gedacht am Anfang, ehrlich gesagt, dass es Wildfire wird. Einfach auch durch die Reaktion im Saal. So diese anfängliche Reaktion, habe ich irgendwie gedacht, oh krass, den finden die Leute aber gut. Es wird bestimmt der so. Und dann aber am Ende hat sich's ja nochmal komplett gewendet, so das Blatt. Und das fand ich eigentlich gut. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich total happy eigentlich, dass es der Song geworden ist, weil ich merke halt auch so bei Konzerten oder Fan-Events, dass die Leute bei dem Song halt so mitgehen und klatschen und singen und tanzen. Und das wäre natürlich bei Wildfire wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders gewesen, vielleicht nicht ganz so. Jetzt ist ja auch im Zuge dessen dein Debütalbum ja gekommen, als Solokünstlerin. Mhm. Die ganzen Songs, die da drauf sind, sind die jetzt alle in der letzten Zeit entstanden oder wie kommen die da alle auf deine Platte?
Also ja, das ist natürlich ganz toll. Fand ich super, dass ich jetzt ein Album auch machen konnte. Das Label ne, Sony hat auch schon so einen Pool, wo halt Songschreiber einfach auch Songs hinschicken. Und es gab ja auch noch mehr Songs vorher, die so ne, als wie Wildfire und Perfect Life, die auch eingesendet wurden. Also es gab da schon noch so einige Songs, die wir uns dann alle angehört haben und wo ich dann aber auch entscheiden konnte, welche von den Songs kann ich mir vorstellen zu singen und welche würde ich gerne mit auf dem Album drauf haben. Und 4 Songs habe ich auch selber geschrieben. Da haben wir uns halt hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt Songs für das Album schreiben, was halt auch mega Spaß gemacht hat, weil es ist auch nochmal was Besonderes, wirklich einen eigenen Song zu haben, den man auch wirklich in diesem Moment geschrieben hat, weil es passt dann halt genau dazu. Was erwartest du denn von Kiew, wenn du noch nie da warst? Also ich habe gehört, es soll eine total schöne Stadt sein. Und natürlich darauf freue ich mich. Ich freue mich aber auch einfach drauf, ganz ehrlich gesagt, einfach mal 9 Tage lang im selben Hotel zu sein, weil ich da auch mal meinen Koffer auspacken kann. Und natürlich freue ich mich irgendwie darauf, auch Ukraine so ein bisschen kennenzulernen. Also, und ich hoffe, und also es ist auch ein bisschen Zeit natürlich eingeplant, da auch so kulturelle Sachen mitzunehmen. Einfach weil das gehört ja auch dazu, zu Eurovision. Und ich finde es ganz interessant, weil es halt so ein Land ist, wo man vielleicht jetzt nicht, das wäre jetzt vielleicht nicht das nächste Urlaubsziel gewesen im Sommer oder so. Hast du denn einen Wunsch, unter welche Top so und so willst du gerne kommen? Top 10. Top 10. Ja. Aber ich will auch unbedingt einfach wirklich zufrieden und stolz auf meine Performance sein. Also, dass ich wenigstens auch rausgehen kann und sagen kann, ey, ich habe echt mein Bestes gegeben. Mhm. Und ja. Gibt es denn schon Planungen für die Bühne? Gibt es neben dir noch irgendwas anderes, was da zu sehen sein wird? Oder wie wird das Setting sein? Also, ja, es gibt schon eine Planung, aber ich darf dann natürlich alles nicht so. Top Secret. Top Secret, genau. Aber es wird auf jeden Fall was sein, was schon irgendwie ein bisschen auffällt. Okay, danke, genau. Das war das Interview. Super, danke schön.